mit Allianz für Cybersicherheit. Mein Name ist Werner Fischer. Ich werde Sie in den nächsten 45 Minuten bei unserem Webinar begleiten und das Thema Sicherheitsvorteile von quelloffener Firmware am Beispiel von Open Power Server näher bringen. Ich bin bei der Thomas Krenner AG seit mittlerweile ca. 12 Jahren tätig und kümmere mich vor allem um technische Neuerungen und gebe diese Informationen dann im Thomas Krenner Wiki weiter, wo wir technische Details zu unseren Produkten, aber auch zu allgemeinen Technologien öffentlich im Internet bereitstellen. Im Zuge meiner Arbeit habe ich mir in den letzten 12 Monaten auch die Open Power Server sehr nahe angeschaut und aktiv damit gearbeitet. Und es freut mich sehr, dass ich Sie jetzt in den 45 Minuten durch dieses Thema begleiten darf. Falls Fragen auftauchen, haben Sie während des Webinars die Möglichkeit, dass Sie jederzeit Fragen über das Chatfenster stellen können. Nutzen Sie diese Möglichkeit, ich werde diese gerne auch während des Webinars schon beantworten. Dann starten wir gleich ins Thema ein. Als Einstieg vielleicht kurz die Frage an Sie, ob Sie schon Open Source Software einsetzen. Die können Sie sich selber beantworten. Ich nehme an, da Sie auch Teilnehmer der Allianz für Cybersicherheit sind, dass Sie zumindest in Teilbereichen auch Open Source Software einsetzen und somit auch schon Erfahrungen mit Open Source Thematiken haben. Als Einstieg ins Thema möchte ich ein Datum voranstellen, und zwar genau den 21. Oktober im Jahr 2014. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere von Ihnen daran, was an diesem Tag passiert ist. Es ging eine Meldung um den Globus in mehreren Sicherheitsmedien, unter anderem auch auf Heise zu lesen, auch auf anderen Plattformen, als breiter bekannt wurde, dass in Intels UEFI-Implementierung Lücken aufgetaucht sind, über die sich Rootkits einschleusen lassen. Einige Hersteller haben zu diesem Zeitpunkt bereits neue UEFI-Firmware, neue BIOS-Updates bereitgestellt, andere noch nicht. Und wenn wir uns im nächsten Schritt jetzt mal den Zeitverlauf anschauen, wie das Ganze vorangegangen ist, dann sehen wir dann sehr rasch, wie sich die Thematik dann tatsächlich ausgebreitet hat. Es war so, wie wir auch hier lesen können, dass es zwei Sicherheitslücken waren, die in dieser UEFI-Referenzimplementierung aufgedeckt wurden, die dann auch die PC-Hersteller veranlasst hat, die Firmware zu aktualisieren. Man sieht an diesem Beispiel sehr deutlich, wie problematisch es sein kann, wenn Firmware sozusagen zum Aktualisieren ist und die Updates nicht direkt vom Anwender sofort durchgeführt werden können. Wie schon kurz erwähnt, hier der Zeitverlauf, wie diese Problematik damals zustande kam. Es war bereits circa ein Jahr zuvor, Ende November, als das Mitre und diese Sicherheitslücke entdeckt hat und Intel und das OSCEF informiert hat. Intel hat daraufhin auch sehr zeitnah den Referenzcode aktualisiert. Die Hersteller wurden auch informiert. Allerdings passierte dann relativ lange nichts, bis es eben Berichte in der Presse gab. Dann kamen eben die nächsten Hersteller mit ins Boot durch den Druck in der Öffentlichkeit. Und man sieht aber, dass das Ganze über ein Jahr gedauert hat. Ein paar Wochen später gab es weitere Informationen. Einige Hersteller hatten bereits Informationen bereitgestellt. Andere zeigten sich aber nach wie vor von der Anfrage überrascht und konnten noch keine Stellungnahme abgeben, wie auch bei Heise nachzulesen ist. Man sieht ja, dass das Sicherheitsbewusstsein hier noch unterschiedlich ausgeprägt war zu diesem Zeitpunkt und es einfach sehr lange gedauert hat. Wir hatten zum Teil großes Glück, bei uns waren nur sehr wenige Probleme davon betroffen. Ich war damals auch von der ersten Minute mit dabei, diese Updates bereitzustellen, zu testen, aber man sieht, wie herausfordernd das sein kann, speziell wenn man bedenkt, dass im Bereich von Firmware-Komponenten, von Mainboards, Jahrtausende Mainboards von unterschiedlichen Herstellern vorhanden sind und eine solche Lücke dann einen ja doch immensen Aufwand bedeutet, diese dann auch zu schließen. Werfen wir einen Blick, welche Firmware-Komponenten wir in einem Server überhaupt haben. Ich habe hier einige Komponenten dargestellt, die häufig in einem Server auch zum Einsatz kommen. Und
wenn wir mal schauen, wo kommt Firmware zum Einsatz, ist es eben nicht nur in der UEFI-Firmware, es gibt einen Microcode für die CPU, es gibt einen BMC, es gibt auch Firmware in Festplatten, SSDs, RAID-Controller, Netzwerkkarten, Grafikkarten. Die orange gezeichneten Bereiche werden wir uns heute im Zuge des Webinars ansehen. Wenn es um Firmware von Festplatten, SSDs, RAID-Controller geht, dort gibt es Stand heute noch keine Möglichkeit, Open-Source-Firmware tatsächlich einzusetzen, aber am Mainboard selbst werden wir sehen, gibt es schon entsprechende Möglichkeiten. Ich habe es vorhin auch kurz dargestellt, eine Komponente ist die Intel Management Engine neben der UEFI-Firmware selbst. Diese sorgte immer wieder auch für Spekulationen in den Medien, auch wenn wir auf Heise oder andere Seiten schauen, weil nicht genau klar war, welche Dinge in dieser Firmware genau ablaufen. In erster Linie geht es darum, Managementfunktionen für in erster Linie Desktop-Systeme bereitzustellen, die es dem Administratoren ermöglicht, zentral auf zahlreiche Funktionen der Rechner im Unternehmen zuzugreifen, zentrales Management durchzuführen, auch Remote-Sessions durchzuführen, wenn es darum geht, via Desktop direkt auch aufs BIOS beispielsweise zuzugreifen. Also grundsätzlich Funktionen, die auch für den Administrator im täglichen Arbeiten sehr hilfreich sind, die allerdings auch Sicherheitsprobleme aufwerfen können. Es gab zum Teil auch Schwachstellen, wenn man die Systeme nicht weiter konfiguriert und in der Standardkonfiguration belässt. Da habe ich auch eine Information des deutschen CERT hier eingeblendet. Und diese Meldungen führten eben, wie gesagt, immer wieder zu Spekulationen, was darin tatsächlich gemacht wird. Es gibt dazu natürlich auch oder gab dazu auch eine Stellungnahme von Intel-Seite her, wo auch dargelegt wurde, auch sehr plausibel dargelegt wurde, welche Funktionen diese Management Engine eben durchführt, welche Netzwerkpakete übers Netz gehen, wenn man selbst solche Management-Tätigkeiten anstößt. Und die Informationen, die hier dargelegt wurden, scheinen auch sehr plausibel zu sein. Es wurde auch in keinen Tests bislang irgendwie auffällige Netzwerktraffic gefunden. Was ich damit abschließend sagen möchte zu dieser Thematik ist, man kann nicht in eine Firmware reingucken, wenn sie eben Closed Source Software ist. Man muss an der Stelle dem Hersteller vertrauen. Das ist eine Voraussetzung, wenn es um Firmware geht. Und wie es auch in diesem Fall gezeigt wurde, gab es bislang keinen einzigen stichhaltigen Beweis, der das nahelegen würde, dass hier eine Auffälligkeit passiert. Aber eine Garantie gibt es nicht. Das heißt, wenn man wirklich sicher gehen möchte, ist natürlich wie auch im Betriebssystemumfeld die Lösung oder eine mögliche Lösung Open Source Software. Und wie kann man das angehen? Diese Frage, die möchte ich jetzt in weiterer Folge eben beantworten und komme damit eben nun zur Agenda nach diesem Einstieg. Quelloffene Firmware, welche Sicherheitsvorteile kann ich durch Open Source im Serverbereich hier nutzen? Im ersten Schritt werde ich die Open Power Architektur kurz zeigen. Open Power ermöglicht eben eine solche quelloffene Firmware zu verwenden, beziehungsweise Open Power funktioniert nur mit quelloffener Firmware. Zeige dann im nächsten Schritt, wie die Firmware aufgebaut ist und wie die Entwicklung der Firmware auf GitHub passiert, um dann anschließend auch zu zeigen, wie man die Firmware auch tatsächlich in der Praxis selbst kompilieren und flashen kann. Auch eben am eigenen Server oder auf einem Laptop kompilieren und anschließend einspielen. Dies deckt diesen Bereich des BIOS-Ersatz, des UEFI-Ersatz quasi ab. Darüber hinaus werde ich noch ein zweites Projekt vorstellen, OpenBMC. Hier geht es um die Managementmöglichkeiten, um das Remote-Management von Serversystemen. Vielen von Ihnen ist IPMI als Standard vermutlich ein Begriff, das eben der Quasi-Standard bislang war, wie man Server remote verwalten kann. Dieses Protokoll ist auch durch einige Sicherheitsproblematiken nicht uneingeschränkt empfehlbar, beziehungsweise muss man einige Vorkehrungen treffen, um es sicher verwenden zu können. Auch hier gibt es eine Möglichkeit, künftig eben mit OpenBMC eine quelloffene Lösung einzusetzen. Und abschließend werde ich noch die Sicherheitsvorteile eben nochmal darlegen. Zu Open Power selbst. Open Power kommt aus der IBM-Ecke. Es ist eine
Variation der Power-Architektur von IBM. Die Abkürzung von Power steht nach wie vor für Performance Optimization with Enhanced Risk. Das heißt, es ist eine Risk-Architektur. Wir sehen hier vereinfacht eine Power 8 CPU dargestellt, in diesem Fall eben mit 12 Cores. Das ist die Maximalkonfiguration der Cores selbst. Wir sehen, dass es einzelne Level 2 Caches gibt und einen gemeinsamen Level 3 Cache. Die Konfigurationen selbst, das können eben CPUs mit unterschiedlichen Anzahl an Cores verwendet werden. Was die Architektur hier auszeichnet, ist, dass sie pro Core 8 Threads über Simultaneous Multithreading abarbeiten kann. Das bedeutet, dass sich mit einer einzelnen CPU bis zu 96 Threads eben bewerkstelligen kann. Bei einer Intel-CPU müsste ich hier quasi 48 Cores haben, um mit Hyperthreading auf 96 Threads zu kommen. Das heißt, man sieht, diese CPU selbst ist jetzt eigentlich keine CPU, die jetzt direkt für ein Desktop-System gedacht wäre, sondern tatsächlich für High-End-Server zum Einsatz kommt. Auch die Caches sind sehr, sehr umfangreich. Das geht bis zu 8 MB Level-3-Cache pro Core. Das bedeutet, diese CPU eignet sich auch sehr gut für Datenbankanwendungen, wo ich eben für die Daten in den Caches halten möchte. Darüber hinaus, auch aus Open Source und Sicherheitsperspektive sehr interessant, gibt es auch Hardware-Beschleuniger für Kryptographie, Komprimierung und Zufallszahlen. Zum einen pro Chip, zum anderen auch pro Core. Pro Core gibt es deshalb auch nochmal diese Beschleuniger, weil sie damit auch die Möglichkeit haben, in virtualisierten Umgebungen tatsächlich nur aus einer VM einen dedizierten Kryptobeschleuniger verwenden zu können. Das ist auch hier ein Sicherheitsvorteil in der Auftrennung von mehreren VMs. Was die Entwicklung von OpenPower betrifft, ist es so, dass die Entwicklung von der OpenPower Foundation vorangetrieben wird. Diese wurde vor knapp 4 Jahren gegründet, ist unter anderem auch von IBM, Google, Mellanox, Nvidia und Türen. Seit gut einem Jahr sind auch wir bei der OpenPower Foundation mit dabei und unterstützen auch von unserer Seite her die Entwicklung. Wie sieht nun die OpenPower Firmware selbst aus? Was passiert, wenn ich quasi ins BIOS gehen möchte? Und wie schaut die Entwicklung auf GitHub aus? Diese zwei Punkte der Agenda werde ich jetzt auf den nächsten Folien gemeinsam abhandeln. Gibt dann einen Screen, ähnlich wie ich ihn hier dargestellt habe, wo man eben die Dell-Taste drückt und dann ins BIOS reinkommt. Es sieht nicht ganz so aus, es sieht zur Gänze tatsächlich anders aus. Um das Ganze ein bisschen darzulegen, zeige ich mal, wie die Entwicklung stattfindet und welche Komponenten es sind. Die Entwicklung findet eben vollständig auf GitHub statt, wie man es auch von anderen Open-Source-Projekten auch kennt. Es gibt eine GitHub-Seite, github.com/openpower. Dort sieht man die einzelnen Unterprojekte und auch gleich die Leute, die in der Entwicklung mit involviert sind. Und wenn man sich die einzelnen Komponenten ansieht, es sind ca. 20 Unterprojekte, weil eben auch unterschiedliche Hardware-Ausführungen unterstützt werden. Die wichtigsten davon sind die Komponenten, die bei jedem System zum Einsatz kommen. Das ist eine sogenannte Self-Boot-Engine, die ganz zu Beginn die Initialisierung der ersten Komponenten durchführt, bevor im weiteren Schritt die Hostboot-Komponente startet, Arbeitsspeicher leert, indem quasi ECC, die Korrekturcodes, auf Null gesetzt werden. Der CPU-Bus wird initialisiert, die ersten Cores werden initialisiert. Parallel wird dann der On-Chip-Controller gestartet, der eben Hardware-Limits setzt, damit die CPU nicht überhitzt. Und in weiterer Folge kommt dann der OpenPower Abstraction Layer und auch noch ein Linux-Kernel, der den Bootloader dann lädt und in weiterer Folge dann eben ein weiterer Linux-Kernel vom Betriebssystem, das man selbst installiert. In Summe ist das natürlich sehr viel Code. Es ist so, dass es ungefähr 600.000 Zeilen an Code sind, die eben tatsächlich unique sind und von den OpenPower-Entwicklern speziell für OpenPower entwickelt wurde. Auf der anderen Seite sind allerdings 24 Millionen Codezeilen von anderen Quellen, Beispiel vom Linux-Kernel oder der Toolchain oder Komponenten wie BusyBox.
Das heißt, ja, in Summe sind es fast ungefähr 25 Millionen Zeilen an Code, die da verwendet werden. Es passieren tatsächlich sehr viele Dinge, bevor ein Computer ist und bevor das Betriebssystem läuft und bevor der Bildschirm funktioniert. An der Stelle sieht man einmal, wie komplex ja, eine solche Firmware überhaupt ist. Wie kann man einen solchen Code pflegen? Die Herangehensweise der Open Power Entwickler ist die, dass man nur jenen Code pflegt, den man auch tatsächlich pflegen muss. Alles andere wird direkt von Upstream verwendet. Ein Beispiel, wenn es ein Interface zur Auswahl des Bootmediums braucht, da gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Option wäre eben ein eigenes Interface entwickeln, eine eigene Methode zum Erkennen der Festplatten, ja, zum Erkennen der PCI-Geräte. Das bedeutet durchaus sehr viel Arbeit. Und bei meinen Recherchen bin ich da auch auf einen Vortrag der Open Power Foundation von letztem Jahr gekommen, wo man auch sehr schön sieht und dargelegt wird, wenn ich jetzt alleine den Storage Stack neu machen möchte, wie viele Komponenten ich an der Stelle überhaupt erst einmal ja, neu programmieren müsste. Da habe ich auch den Link zum Diagramm jetzt auch nochmal mit reingegeben. Das heißt, es ist eigentlich die Option 2 an der Stelle besser. Es gibt bereits Linux, das hat bereits Disk-Treiber, das hat bereits Display-Treiber und andere Treiber, die ich brauche. Das heißt, hier kann ich tatsächlich hergehen als Hardware-Entwickler und die Vorteile von Linux auch in der Hardware verwenden. Ist auch eine ähnliche Option, die Google mit Android ja gegangen ist. Was muss man dann daher pflegen? Es gibt einigen Code, der spezifisch für die Power-Architektur ist. Es gibt auch etwas Code, der grundsätzlich generisch ist, wie der Bootloader. Der zum Beispiel angepasst wird für die Power-Architektur oder auch die Bildinfrastruktur sowie Tools für die Flash-Programmierung. Diese Dinge müssen die Open Power-Entwickler selbst pflegen, das machen sie auch eben auf GitHub. Was sie nicht selbst pflegen müssen, ist Linux, das verwenden sie von Upstream, den Bootloader. Petitboot, der kommt auch bei der PlayStation beispielsweise zum Einsatz. Das ganze Bildtooling, hier wird Bildroot verwendet, das auch bei anderen Projekten zum Einsatz kommt. Und einen Leitsatz, den die Entwickler auch verfolgen, ist, wenn sie neue Beiträge brauchen, dann machen sie diese zuerst im jeweiligen Upstream-Projekt. Das bedeutet, sie versuchen jeden Code, den sie entwickeln, der jetzt nicht speziell nur für Power, für die Architektur gilt, sondern generell im Linux-Kernel Sinn macht, der wird dann auch sofort in den Linux-Kernel mit einbezogen. Das heißt, dort gehen die Entwickler den ganz normalen Weg, wie es Kernel-Entwickler machen. Lokale Patches verwenden sie nur, wenn es sein muss. Beispielsweise gibt es beim Linux-Kernel nur 8 Patches zum Upstream-Linux. Da ist einer davon als Beispiel nur, dass man das Dash Open Power zum Versionsstring hinzufügt. Das ist einer der wenigen Patches, die hier erforderlich sind. Zum Entwicklungsprozess. Die unterschiedlichen Komponenten werden so entwickelt, dass das meiste auf GitHub passiert. Nur eine Komponente wird intern bei IBM entwickelt. Das ist der sogenannte On-Chip-Controller, der eben dazu zuständig ist, die CPU nicht zu überhitzen. Das ist sehr hardware-nah. Das passiert intern. Und auch bei der Hostboot-Komponente passiert die meiste Entwicklung intern bei IBM, bevor es überhaupt entsprechende CPUs gibt. Das heißt, hier wird der Code zuerst entwickelt, bevor die Hardware fertig ist. Und wenn dann die Hardware verfügbar ist, dann kommt der Code auch auf GitHub, beziehungsweise schon früher. Man kann es jetzt zum Beispiel auch sehr, sehr schön sehen. Es gibt bereits zahlreichen Code für die Power 9 Architektur, die noch überhaupt nicht verfügbar ist. Also Power 8 ist die aktuelle Architektur, aber den Code gibt es schon öffentlich auf GitHub. Das heißt, hier sieht man sehr schön, dass man auch sehr zeitnah diese Dinge veröffentlicht. Ja, wie schaut die Zusammenarbeit mit Upstream aus? Bei Linux geht es über den normalen Kernel-Prozess. Auch bei den anderen Projekten geht es eben über die entsprechenden Projekte und der Code wird dort eben bereitgestellt. Wenn wir jetzt nochmal zum Aufbau kommen, wie sieht der Boot-Prozess überhaupt aus? Ich habe vorhin schon diese einzelnen Komponenten ja erwähnt. Wir sehen jetzt hier nochmal ein Ablaufdiagramm, welche Komponenten wann und wo zum Einsatz kommen.
Den ersten Step, den man hier sieht, den Step 0 sozusagen, das ist ein Step, der vom Baseboard Management Controller, vom sogenannten BMC ausgeführt wird, der eben künftig auch offen sein kann mit OpenBMC. Stand heute ist es ja bedauerlicherweise noch nicht breit möglich, weil OpenBMC heute noch nicht feature complete ist, ist allerdings eine sehr interessante Zukunftsperspektive. Und die Open Power Firmware selbst beginnt dann mit Step 1, das ist tatsächlich das BIOS Pendant, kann man sagen, das dann tatsächlich bis ziemlich zum Ende läuft, bis wir hier rechts in der letzten Spalte ganz unten das Linux, den Linux-Kernel des installierten Betriebssystems sehen. Wenn man einen Open Power Server einschaltet, sieht man auf der Serienkonsole auch sehr genau, was hier Schritt für Schritt passiert. Das sehen wir jetzt auch auf dem nächsten Slide. Es werden diese einzelnen Steps immer mit ausgegeben. Wenn es irgendwo zu einem Problem kommt, sieht man hier sehr genaue Informationen, was die Hardware-Problematik betrifft. Ich habe auch hier schon sehr gute Erfahrungen machen können bei Systemen, die beispielsweise mit einem Transportschaden an uns zurückgesandt wurden. Dort konnten wir dann auch sehr rasch ermitteln, wo die Problematik liegt, welche Komponente dann zu tauschen ist. Es war in diesem Fall ein Hardware-Defekt, der sich damit auch sehr gut lokalisieren ließ. Das heißt, auch zum Debuggen hat man hier sehr große Vorteile. Man sieht auch hier die einzelnen Komponenten wieder, Hostboot, OCC, Skyboot und Opal, die ich hier dargestellt habe in dieser verkürzten Ausgabe. Ein Hinweis, den man in der Mitte auch sieht, IPMI Resetting Boot Count on Successful Boot, ist auch ein sehr interessanter und wertvoller Hinweis. Es ist so, dass diese Systeme in der Regel mit zwei Firmware-Images ausgestattet sind. Das heißt, selbst wenn man einen Fehler machen würde beim Selbstkompilieren der Firmware, boot das System dann einfach vom zweiten Image und man kann das Problem auch wieder sehr einfach beheben. Ist mir in dieser Form jetzt nicht passiert, dass ich ein Problem bei der Firmware selbst hatte. Allerdings habe ich es auch gesehen bei dem Fall mit der teilweise beschädigten Hardware. Dort hat dieses System auch tatsächlich gut gegriffen. Am Ende des Bootprozesses sieht es dann so aus, dass ich den Linux-Kernel gestartet bekomme, der eben in der Firmware enthalten ist. Hier sehen wir auch das Dash Open Power, das als Patch, als einer der 8 Patches mit in den Kernel für Open Power eingeflossen ist. Und dann kommt die Auswahl der Petit Bootloader, den wir eben in der unteren Hälfte des Bildschirms hier sehen, wo ich dann eben die Möglichkeit habe, ein Betriebssystem auszuwählen, das auf meinen RAID-Systemen lokal installiert ist. Eine auch sehr interessante Möglichkeit ist, wenn es um die Linux-Installation dann selbst geht, einer Distribution, diese kann ich hier direkt über den Bootloader, über Petitboot starten. Das heißt, ich kann hier sagen, indem ich einfach die N-Taste für New drücke, wie Sie in der letzten Zeile unten sehen, dass ich einen neuen Booteintrag erstelle und dann einfach per HTTPS-Adresse die URL des Linux-Kernels und der Initial RAM Disk anführe, so kann ich beispielsweise ein Ubuntu oder Debian direkt installieren, ohne dass ich einen USB-Stick, ein Booten vom Netzwerk oder ähnliches brauchen würde. Ich kann tatsächlich direkt aus der Firmware heraus mein Open Source Linux installieren. Wenn wir schauen, welche Programmiersprachen zum Einsatz kommen, dann sehen wir, dass bei den Komponenten der Self-Boot, Engine und Hostboot vor allem C++ zum Einsatz kommt, ansonsten in erster Linie C, das heißt alles sehr hardware-nah programmiert ist. Die Frage, die sich nun stellt, wenn man eine derart große Anzahl an Komponenten hat für die Firmware, wie kann ich die tatsächlich auch selber kompilieren? Wie kann ich hier vorgehen? Das ist eben der nächste Punkt in unserer Agenda, das Kompilieren und das Flashen der Firmware. Es gibt dazu ein Projekt, das OP-Build-Projekt, das ist auch eines der Unterprojekte von Open Power auf GitHub. Und das sieht auch tatsächlich sehr, sehr einfach aus. Es reicht tatsächlich auf einem normalen Intel-Laptop-Betriebssystem, ganz egal, den Code zu klonen. Es muss nur ein 64-Bit-System sein, Git Clone, die GitHub URL, dann ins Verzeichnis wechseln, die Build-Variablen setzen
und dann noch anführen, welche Hardware verwende ich. Ich habe hier eine Liste von einzelnen Hardware-Ausführungen angeführt. Das sind die Codenamen der Hardware an der Stelle. In unserem Beispiel kommt die Hardware mit dem Codenamen Habanero zum Einsatz. Das ist jenes System, das auch wir bei uns im Einsatz haben und auch im Shop haben. Das heißt, ich sage hier op-build Habanero testconfig und starte dann den Build-Prozess. Das heißt, wir sehen tatsächlich, auf einem ganz normalen Linux-System geht über Cross-Compile, es braucht kein Power-System zu sein. Auf einem ganz normalen Linux-System, auf dem ich die Build-Komponenten wie GCC etc. installiert habe, reichen tatsächlich 5 Kommandos aus, um die Firmware zu kompilieren. Die einzige Frage, die sich nun stellt, ist, wie lange dauert das? Es ist ja doch eine sehr umfangreiche Firmware. Sie können vielleicht die Frage jetzt einmal selber schätzen, dauert so lange, wie man braucht, einen Kaffee zu trinken, dauert es eher so lang, wie eine Mittagspause dauern könnte oder ja, über Nacht, dass ich eher 12 Stunden brauche. Ich kann es mal kurz vorwegnehmen, es dauert nicht ganz kurz, es dauert auch nicht ganz lang. Das heißt, wenn man so eine gute Stunde ungefähr ansetzt, dann ist man dabei. Wir sehen das jetzt auch auf der nächsten Ausgabe. In diesem Beispiel, hier habe ich die Firmware auf einem ThinkPad X220 installiert, das heißt auch ein Modell, das nicht mehr ganz aktuell ist, und dort war ich nach gut einer Stunde bereits fertig, um eben das Image zu erstellen. Das heißt, man sieht, das kann ich tatsächlich auch wirklich selber machen und das funktioniert auch praktisch und nicht nur theoretisch. Der nächste Schritt ist dann, wie kann ich die Firmware einspielen? Ich habe hier das OpenPower-System ganz normal gestartet und befinde mich am Linux-System, das am OpenPower-System installiert ist. Dort führe ich dann das pflash-Kommando aus und kann mit diesem Befehl dann die Firmware einspielen. Das ist auch nach wenigen Sekunden erledigt. Ich habe an der Stelle auch nur das Update Pinot eingespielt. Das heißt, das ist ein 32 MB großes Image. Somit bleibt das Golden Image, die weiteren 32 MB, die dahinter liegen, unberührt. Im Falle eines Problems würde mein System dann vom Golden Image dann auch starten und entsprechend durchbooten. Das heißt, wir sehen, es ist nicht nur theoretisch möglich, es ist auch praktisch möglich und ich habe damit meine Open Source Firmware im Einsatz. Das war jetzt dieser Themenbereich BIOS-Ersatz. Jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Zum sogenannten BMC, den ich ja im allerersten Schritt brauche, um den Server überhaupt in Betrieb setzen zu können. Wenn wir uns einen herkömmlichen Server ansehen, in diesem Beispiel einen einfachen 2HE-Server, so ist ziemlich an jeder Server, der in den letzten, ja, sag ich mal, 5 bis 10 Jahren verkauft wurde oder erworben wurde, mit einem sogenannten BMC ausgestattet. Sie finden diesen Server oder diesen Mini-Server, diesen BMC-Chip in Ihren Server meist als Chip versteckt. In diesem Fall sieht man ihn hier rechts oben. Ist eben abgekürzt BMC, steht für Baseboard Management Controller und dieser erfüllt unterschiedliche Aufgaben. Die Aufgaben sind in erster Linie mal die Überwachung der Hardware, Temperatur, Lüfter, Netzteile etc. Auch Recovery Control, das heißt, ich kann den Power Off machen, ich kann den Power On machen, einen Power Reset machen. Ein Logging, um eben System Event Log bereitzustellen, wo es Informationen zu Hardware-Ereignissen gibt und auch Inventarsinformationen. Darüber hinaus gibt es zusätzlich zum IPMI-Standard weitere Einsatzzwecke zum Out-of-Band-Management. In erster Linie geht es dann darum, dass ich eben zum Beispiel virtuelle Medien von der Ferne mounten möchte, ISO-Dateien einbinde, einen Remote Console Access habe, um eben bei mir im Webbrowser einfach die Konsole des Servers zu sehen, Firmware abzudaten, das heißt noch weitere Einsatzszenarien zu verwenden. Am Mainboard vereinfacht dargestellt ist es eben so, es gibt einen Chip, der meistens von ASPEED kommt, das ist ein Hersteller von Embedded ARM Chips, auf dem dann eben auch die Firmware für diesen BMC sitzt. Diese Firmware hat Zugriff auf nahezu alle Komponenten des Server-Mainboards, zum einen auf eine Netzwerkschnittstelle, zum anderen auch auf dem lokalen Systembus. Ich kann eben zum einen
remote via Netzwerk mit Username und Passwort zugreifen, über IPMI, über UDP-Port 623 oder auch lokal mit Root-Rechten. Was zeichnet den BMC aus? Es ist ein Embedded System on Chip, zum Teil Add-in als Steckkarte, aber mittlerweile eigentlich auf jedem Mainboard mit implementiert. Ist in der Regel Linux, ist allerdings jetzt nicht in einer Entwicklung, dass die gesamten Komponenten dieser Firmware als Open Source entwickelt werden. Es hat sich da die Situation schon gebessert, dass die Hersteller jetzt auch hergehen und auch die GPL erfüllen und den Quellcode bereitstellen. Allerdings hat man jetzt keinen Einfluss darauf, selbst dort Änderungen einzubringen, beziehungsweise zeichnen sich diese Chips auch dadurch aus, dass diese Linux-Varianten noch nicht häufig aktualisiert werden. Das heißt, der Linux-Kernel selbst, der ist auch nach wie vor bei einem 2.6er-Kernel mit dabei, weil es von der Funktionalität her grundsätzlich ausreicht. Aktualisiert wird eben eher die Firmware wie Webinterface, die ganzen Komponenten, die von den Herstellern noch tatsächlich entwickelt werden. Der Chip hat einen direkten Zugriff auf Memory und I.O., kann entweder eine Dedicated oder Shared NIC verwenden und ist eben traditionell eher Closed Source. Also es gibt auch Systeme, die nicht auf Linux setzen und somit dann eher hopefully secure. Das heißt, hier wäre es auch ideal, wenn man Möglichkeiten hätte, das Ganze offen zu gestalten. Es gab auch in der Vergangenheit, in den letzten Jahren immer wieder Warnungen vor Sicherheitsproblemen. Wir waren da auch sehr aktiv und haben auch Sicherheitsaudits von solchen Chips gemacht, uns auch sehr aktiv in der Community eingebracht, um eben die Lücken nach und nach zu schließen. Ich habe hier einige Links auch mit reingegeben, die Sie später auch noch abfragen können, wenn Sie die Slides von uns bekommen. Sehr beeindruckend war eine Meldung aus dem Jahr 2014, wo tatsächlich einmal festgestellt wurde, dass mehrere hunderttausend Server über das Fernwartungsprotokoll angreifbar sind. Wenn man sich das Ganze dann ein bisschen vor Augen führt und überlegt, was bedeutet eine so hohe Zahl von über 230.000 Servern, wenn man jetzt ein HE-Server nehmen würde und diese übereinander stapeln würde, würde das tatsächlich einen Berg ergeben, der mit über 10 Kilometer etwas höher wäre als der Mount Everest. Das heißt, hier sieht man tatsächlich auch schon mal die Auswirkungen, die hier ein unsicherer Remote-Management-Chip verursachen kann, der dann vielleicht, wenn man Pech hat, auch noch komplett closed source und nicht einmal die GPL-Anforderungen erfüllt, abhängig vom Hersteller. Neben den Problematiken der Firmware-Entwicklung selbst gab es auch einige Probleme in der IPMI-Spezifikation, in der Standard-Spezifikation. In der ersten Variante waren das beispielsweise Dinge, dass es eine Authentisierung mit dem Typ Non gegeben hat, die tatsächlich auch das gemacht hat. Wenn man diese Non-Authentication aktiviert hat, brauchte man keinen Benutzernamen, kein Passwort. Der Standard wurde ursprünglich Ende der 90er Jahre entwickelt, das heißt, da war das Bewusstsein noch nicht so vorhanden, dass solche Systeme auch mal irgendwie ans Internet gelangen. Auch bei neueren Varianten, die Verschlüsselung grundsätzlich unterstützen, gibt es Designschwächen. Das heißt, es macht hier auf alle Fälle Sinn, ganz egal welcher Hardwarehersteller es ist, weil es wie gesagt eine Schwäche des Protokolls ist, mehrere Sicherheitstipps zu beherzigen, die ich für Sie jetzt auch noch hier zusammengefasst habe, die Sie jetzt auch schon bei bestehenden Servern verwenden können. Sehr wichtig ist, wie bei vielen Firmware-Komponenten, dass man speziell darauf achtet, die BMC-Firmware laufend zu aktualisieren, um Sicherheitslücken zu schließen. Dass man ein separates LAN verwendet, Möglichkeit auf Dedicated stellt oder alternativ zumindest WLANs verwendet, um nicht im gleichen Netzwerk zu sein wie der restliche Netzwerktraffic. Dienste, die man nicht verwendet, zu aktivieren. Und der vierte Punkt ist auch ganz entscheidend, dass man sichere Passwörter und Benutzernamen verwendet. Das heißt, idealerweise nicht die Standardbenutzernamen wie Admin zu verwenden, sondern tatsächlich neue Benutzernamen zu verwenden, die nach ähnlichen Kriterien wie Passwörtern sicher gestaltet sind. Der Hintergrund an der Stelle ist, dass das IPMI-Protokoll eine Designschwäche hat, die es erlaubt, bei einem bekannten Benutzernamen bereits den Salted Hash des Passworts zu bekommen, bevor man sich authentisiert hat. Mit den aktuellen Grafikkarten ist dann kein großes Problem, Passwörter mit 6, 7 oder 8 Stellen tatsächlich Brute Force zu knacken.
Daher auch der Hinweis, sichere Benutzernamen. Wenn es um das Thema Firmware generell geht, auch natürlich die Firewall konfigurieren, sofern eine vorhanden ist im Chip, Sensoren nur mit Userrechten überwachen und am Ende des Lebenszyklus die Firma erneut flashen, um ein Passwort auch zu überschreiben. Hier ist nochmal kurz dargestellt, was meine ich mit einem dedizierten NIC. Links sehen wir, wie das aussieht. Viele Server haben neben den Onboard-NICs eine dedizierte NIC, die ich für IPMI, für das Remote-Management verwenden kann. Es gibt grundsätzlich auch die Möglichkeit, einen Shared-Modus zu verwenden, wo eben tatsächlich die gleiche Buchse verwendet wird, um mit einer weiteren MAC-Adresse eben das Management durchführen zu können. Das wird vor allem gerne verwendet, wenn es eben tatsächlich zu geringeren Portkosten am Netzwerk-Switch dann führt in der Umgebung. Meine Empfehlung ist, wenn man diesen Shared-Modus verwendet, dann zumindest auf WLANs zu setzen, um eine Absicherung zu bekommen. Wenn es um die Dienste geht, abdrehen, was man nicht braucht, Firmware aktualisieren, das sind so wichtige Empfehlungen. Im Detail können Sie das auch noch in einem Blogartikel hier nachlesen. Welche Option bietet sich künftig an? OpenBMC ist ein Projekt, das angetreten ist, um eben auch diesen Bereich der Firmware zu öffnen. Es wurde ursprünglich von Facebook gestartet für deren interne Serverinfrastruktur. Facebook ist ja auch sehr aktiv im Open Compute Project, wo sie auch Hardware zum Teil selbst entwickeln. Es läuft mit dem latest stable Linux Kernel, das heißt, es wird ständig aktualisiert mit Sicherheitsupdates, mit neuen Treibern, mit neuen Funktionen. Es unterstützt jetzt auch schon bereits SSH-Zugriff auf die Konsole und ein REST-ähnliches API für Automatisierungszwecke und hat einen Aufbau, der in etwa wie folgt aussieht. Man hat unten mal ein U-Boot und ein Linux-Kernel, darüber ein Systemd, das dann zum einen über die sogenannte Phosphor-Schnittstelle Hardware-Komponenten ansteuert, wie eben Flash-Programmieren, LEDs des Servers ansteuern, Sensoren abzufragen, Server ein- ausschalten und daneben gibt es eben hier grün dargestellt Möglichkeiten, Anwendersoftware zu betreiben, einen SSH-Server laufen zu lassen und Python Rocket, einen kleinen Webserver auch künftig einzusetzen, der allerdings Stand heute noch nicht fertig implementiert ist. Das heißt, wir haben einen modernen Kernel, einen aktuellen User Space, Sicherheitspatches. Was jetzt noch ein bisschen fehlt, ist das Make it look good. Das heißt, ein Feature Complete Web Interface ist Stand heute noch nicht verfügbar. Make it work well funktioniert schon ganz gut. SSH-Server, eine REST-Schnittstelle. Das heißt, ich habe hier auch tatsächlich auch für DevOps Möglichkeiten, bereits heute Automatisierung durchzuführen. Man kann OpenBMC auch selber anpassen. Beispiel ist, ich kann zum wenn ich möchte, eigene Authentisierungsmethoden implementieren, eigenes API integrieren oder eigene Apps integrieren. Es gibt ein SDK dafür, das heißt, ich kann mich aktiv an der Entwicklung beteiligen. Es gibt auch Simulatoren für QEMU, das heißt, ich kann auch ohne eine entsprechende Hardware mir die Sache anschauen. Ich kann beitragen und die aktive Community von Entwicklern und Engineers unterstützen. Das Ganze wird transparent entwickelt. Es gibt öffentliche Bug-Reports und Bug-Fixing-Aktivitäten. Es werden auch Feature-Ziele langfristig geplant. Das heißt, man kann auch hier aktiv beitragen und über die Community via GitHub, Mailinglisten, dann auch über gewünschte Funktionen, Entwicklung, Troubleshooting oder Bug-Reporting diskutieren. Das heißt, diese offene Kultur der Kommunikation ist auch hier aus Sicherheitsperspektive sehr förderlich. Die Zukunftspläne des Projekts sind durchaus noch sehr hoch gesteckt. Support the Server you have at home, das heißt, ich möchte eine breite Anzahl an Servern unterstützen. Das ist jetzt im Moment noch die größte Herausforderung. Web-Interface ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der noch nicht abgeschlossen ist. Auch Dinge wie Secure Boot, Trusted Boot und weitere Sicherheitsfeatures möchten die Entwickler integrieren. Und vor allem auch mehr Hardware mit OpenBMC bei der Auslieferung. Das heißt, hier ist der Kontakt zu den Hardwareherstellern, dass sie in erster Linie eben beim Open Compute Project, wo es bedauerlicherweise aber so ist, dass in der Regel eben die Hersteller, die großen oder die großen Firmen wie Facebook und Google die Hardware selbst verwenden und nicht verkaufen. Beim Open Power Projekt gibt es dann künftig Möglichkeiten mit der Power 9 Architektur
solche Systeme einzusetzen, die tatsächlich auch OpenBMC mit dabei haben. Es gibt auch weitere Projekte. Ich habe hier eines auch gefunden und angeführt, zum Beispiel von Raptor Engineering. Die versuchen jetzt selber auch OpenBMC auf ein bestehendes Mainboard, in diesem Fall von Asus, zu bringen. Ergebnis ist hier noch nicht direkt sofort in Sicht, aber die Entwickler haben hier bereits relativ viel ihres Crowdfunding-Ziels erreicht und hoffen dann im Sommer des heutigen Jahres eine erste Version dann auch bereitstellen zu können. Das heißt, man sieht, Interesse ist da im Open-Power-Umfeld, in der Open-Power-Architektur. Dort wird es schon immer mehr verwendet. Der Markt wird dann zeigen, wie es sich in den nächsten Jahren entwickelt, ob diese Entwicklung auch eine breite Basis im Intel-Umfeld oder im AMD-Umfeld findet. Somit kommen wir abschließend noch zu den Sicherheitsvorteilen durch Open Source. Wir haben ja gesehen, es gibt mehrere Firmware-Komponenten, die wir uns hier angesehen haben. Es gibt BMC, die Management Engine, die UEFI-Firmware und auch einen Microcode in der CPU. Durch Open Power kann man mit zwei Projekten, mit OpenBMC und mit dem Open Power Code, einen Teil des Servers hier quasi mit Open Source Firmware versehen. Festplatten, SSDs, RAID-Controller bleiben nach wie vor mit proprietärer Firmware. Es gibt auch in absehbarer Zeit keine Möglichkeiten oder keine Projekte, die sich dieser Thematik annehmen. Was sich aber noch sehr gut zeigen kann, und das hat man auch schon sehr häufig bei Open-Source-Projekten gesehen, wenn man in Probleme läuft, wie rasch man im Open-Source-Umfeld dann auch Unterstützung bekommen kann. In diesem Fall hatte ich Probleme beim Flashen der Firmware auf meinem System, weil ich eben tatsächlich nicht OpenBMC direkt drauf gehabt habe, sondern einen anderen Weg finden musste, der noch nicht dokumentiert war. Ich habe diese Meldung am 2. Februar geschrieben, das war vor gut 2,5 Monaten. Man sieht auch hier schon 15 Kommentare, es gab einen regen Austausch. Und was sehr interessant war, über den Globus innerhalb von 24 Stunden ging es dann sehr schön von US-Ostküste, Westküste bis nach Australien, wo Stuart Smith, auch einer der Entwickler, dann auch geantwortet hatte. Das heißt, man sieht hier, dass man ja innerhalb von 24 Stunden aus drei Zeitzonen ich Antworten von drei Firmware-Entwicklern direkt hatte zu meiner Frage. Man sieht ja, es sind alle Contributors, das heißt, die sind tatsächlich auch Entwickler. Man kann sich hier als Technik auf Augenhöhe mit denen unterhalten, bekommt sehr rasch Unterstützung und das ist auch etwas, was natürlich sehr großes Vertrauen schafft und uns darin auch bestärkt, weiter bei diesem Thema sehr aktiv dran zu bleiben und die Bestrebungen für Open Power weiter fortzusetzen. Abschließend die Vorteile zusammengefasst, es gibt einen transparenten Code auf GitHub für die Firmware, man kann die Firmware selbst kompilieren, man kann sie auch selbst einspielen, das System bootet, das System funktioniert. Ich bin nicht darauf angewiesen, alle paar Monate ein BIOS-Update vom Hersteller zu bekommen. Ich kann Firmware-Updates auch selbst sehr zeitnah durchführen, wenn es Sicherheitsprobleme gibt. Also wenn man es jetzt nochmal rückblickend diese Thematik betrachtet, die ich eingangs erwähnt hatte, mit der UEFI, mit der UEFI-Sicherheitslücke im Jahr 2014. Hier mit Open Power hätte ich in einem solchen Fall die Möglichkeit, tatsächlich, sobald der Code auf GitHub steht, von den Entwicklern gepatcht wurde, mir meine Firmware zu kompilieren und meine Systeme entsprechend abzusichern. Ich kann mit einem solchen System dann tatsächlich auch Open Source von der ersten CPU-Instruktion bis hin zu meiner Anwendung, bis hin zur Datenbank beispielsweise verwenden und auch den direkten Entwicklerkontakt via GitHub Issues nutzen. Somit für Open Source Enthusiasten und all jene, die sehr auf Sicherheit von unterschiedlichen Komponenten bedacht sind, eine sehr spannende Angelegenheit. Wir haben dazu auch noch weitere Beiträge bei uns im Thomas Kren Wiki in der Kategorie Open Power dargelegt. Und ja, ich sehe, wir haben jetzt die Zeit sehr genau erfüllt. Falls Sie noch Fragen haben, können Sie diese entweder jetzt sofort noch stellen oder alternativ einfach dann in weiterer Folge via E-Mail oder via Twitter-Nachricht. Sie haben auf der ersten Folie auch meine Kontaktdaten gesehen. Mein Name ist Werner Fischer von der Thomas Kren AG und Sie können mich jederzeit gerne kontaktieren.
sehe gerade aktuell sind keine Fragen reingekommen. Somit möchte ich mich bei Ihnen sehr herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben und die 45 Minuten mit uns gegangen sind. Sie werden in weiterer Folge auch die Folien per E-Mail erhalten. Und ansonsten bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und ja, möchte Sie einfach motivieren, Open Source Software einzusetzen und vielleicht auch Open Source Hardware einzusetzen. Vielen Dank und noch einen schönen Tag.